Hallo Leute, eigentlich stehe ich nicht auf so verdrehte Sachen, aber das Teil hier fällt unter die Kategorie Sachen, die ich mir schon immer mal bauen wollte. Ich hatte noch ein paar alte Bretter gehabt und die haben sich bestens dafür geeignet. So, wie ich das Teil gebaut habe, das könnt ihr euch jetzt ansehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Als erstes schneide ich mir 4 gleich lange Bretter. Dank meiner neuen Kappsäge kann ich jetzt auch breitere Bretter schneiden. Hier zeichne ich mir eine Hilfslinie auf, die gleich wie das Sägeblatt verläuft. So, jetzt kann ich mir meinen Jig bauen, damit ich meine Diagonale so schneiden kann, wie ich es möchte. Damit ich mein Werkstück ganz sicher in dem Jig einklemmen kann, schraube ich gerade das eben ausgeschnittene Teil wieder dran und kann so ganz sicher meinen Schnitt vollziehen. Jetzt schneide ich meine 4 Bretter, damit ich genau 4 gleiche Teile rausbekomme. Ich nehme immer die Teile, die in dem Jig eingeklemmt werden. Der Winkel hier an der langen Seite der Bretter mache ich 22,5 Grad. Ich versuche es erst gar nicht mit Leimen, sondern nagel die Teile aneinander. Wenn die zwei 45 Grad Winkel aneinander zu drücken und irgendwie fest zu klemmen, ist eigentlich fast unmöglich. Deswegen verzichte ich ganz und gar auf den Leim. Jetzt wird an jeweils einem Teil der Deckel oder der Boden angenagelt. Und dann kann man schön die Teile zusammenstellen. So wie hier, und dann kann man sie schön miteinander verbinden. Das war's schon.